So ein Bahnhof ist schon ein trauriger Ort, weil ja keiner bleiben will. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Ab 19. Februar bei Amazon Prime Video. 43 Sekunden Teaserzeit, die es in sich haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Trailer-Analyse von Trailerschnitt. Das ist der Kanal für alle Trailer-Begeisterte. Wenn du dich für die Kunst und das Handwerk des Trailerschnitts interessierst, dann bist du hier genau richtig. Wir analysieren Trailer und dafür springen wir in die Timeline rein und analysieren das Teil im Detail. In dem Fall ist es natürlich ein Teaser. Und das sieht vereinfacht dargestellt so aus. Hier drüber liegen die Titel. Hier in Rot, diese roten Markierungen sind die Breaks. Und diese Adjustment Layer hier, der steht für die Musik. Also wir sehen jetzt hier schon sehr viel. Also diese Darstellung sagt schon viel darüber aus, wie der Teaser aufgebaut ist. Mit dieser Starttafel sehen wir hier schon Amazon Original. Und dann hier schön verteilt ein, ja, konzeptionelle Typos, die in eine kurze Geschichte erzählen, und das mag ich immer sehr. Das wird bei Trailern manchmal ein bisschen vernachlässigt, bei Teasern ist es da schon mehr das Augenmerk drauf, irgendwas in kurzen Worten zusammenzufassen, also nicht zusammenzufassen, sondern zu transportieren. Dann das nächste Besondere ist natürlich dass wir hier fast ausschließlich mit Geräuschen hier arbeiten und dann hier erst, es kommt hier schon ein bisschen Musik, so kommt schon ein bisschen Techno-Musik und hier hört man sie dann aber richtig, hier über der Tafel hier klingt sie dann wieder aus und wir haben zwei schön gesetzte Breaks. Also schauen wir uns jetzt drei Sachen an, erstmal eben die Tafeln hier drüber und dann die Breaks und dann noch, wie das hier, warum das hier so geil rüberkommt und wie das eigentlich zu dem Inhalt des Films passt. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich kenne nicht das Buch, ich kenne nicht den Film, ich weiß nichts über dieses sehr bekannte Werk, aber das ist als Trailer-Editor eigentlich gar nicht schlimm, weil man kann dann viel, ja, unvoreingenommener an die Sache rangehen. Also man muss nicht, um einen Trailer zu machen, da sich mega auskennen, oder ein Fan sein, das ist sogar manchmal hinderlich. So. Also wir haben hier eben Amazon Original und hier ist das Bild so ein bisschen vorgespult am Anfang und kommt dann erst in die normale Geschwindigkeit und hat auch so ein, ja, so eine halb ausgeführte Weißblende. Dann hier eben, sie suchen das Leben. Hier schön integriert mit der Tablette, die sogar über die Typo geht. Und finden die Hölle. Also das ist einfach, finde ich, richtig gut, wenn man so einen Satz hat. Sie suchen das Leben und finden die Hölle. Und hier dann noch die Tafel, also der Titel. Und das hier finde ich eine richtig schlechte Idee, ab 90. Das so zu machen. Ich hoffe, das machen sie jetzt nicht immer so. Das Bild hier so rein. Das ist irgendwie oldschool und auch ähnlich wie bei Disney. Bei Disney ist es noch ein bisschen geiler, weil die noch diesen Schweif haben und dieses geile Geräusch. Aber diese, ja, das ist einfach hässlich. Bei Netflix ist es geil, stylisch und schön. Und hier ist es irgendwie, naja. Irgendwie, wie als wäre das hier irgendeine Einkaufskette oder keine Ahnung was. Lieferservice. Vielleicht geht es ja noch mehr so, ist auch nicht so schlimm. So, dann schauen wir die Breaks an und der Break hat natürlich auch immer einen gewissen Vorlauf, das steigert sich hier immer, immer, immer und dann wird ausgelöst durch das Feuerzeug. Also man sieht schon hier, hier ist auch wieder aus dem Weiß raus quasi das erste Bild von dieser Einstellung ist heller. Und hier haben wir sogar so einen Jump Cut. Das ist richtig gut gemacht. Und dann fängt eben die Musik erst an. Was ich auch noch speziell finde, ist, dass das hier schon, dass diese Tafel schon hier vorne kommt. Man hätte auch, und ich bin mir sicher, dass in irgendeinem Zeitpunkt der Entstehung dieses Teasers diese Tafel hier lag. Aber aus irgendeinem Grund ist sie hier gelandet und es ist, ja, klappt ja auch super.
Was auch noch bemerkenswert ist, dass eben die Geräusche natürlich nicht aufhören, nur weil die Musik anfängt, sind immer noch mega gut eingebaut in die Musik. Und dieser doppelte Schrei hier am Schluss ist auch witzig. Hier. Kommt zweimal. Dann haben wir hier diesen, bei einer Komödie oder bei eigentlich fast jedem anderen Film, der jetzt nicht so eine ernste, so ein ernstes Thema beleuchtet wie der hier, wäre das hier der After-Title-Gag. Hier ist zu sagen, glaube ich, dass der hier unbedingt nötig ist, weil hier vorne überhaupt nie ein O-Ton vorkommt, also es sagt nie jemand was. Und hier hinten, wir zum ersten Mal hören wir jemanden sprechen, und das ist natürlich wichtig. Und es gleicht so ein bisschen die Craziness von hier vorne aus, weil wenn man eine crazy Idee hat für einen Teaser, dann sollte man auch immer wie einen kleinen Ausgleich schaffen. Und der kommt hier hinten vielleicht ein bisschen zu sehr, weil die Szene schon ja, recht lang ist und dann sogar noch hier vom Sprecher ergänzt wird. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, ab 19. Februar bei Amazon Prime Video. Also der Schluss ist einfach genau das Gegenteil mit diesem Sprecher von dem restlichen Teaser, der überhaupt nichts zu erklären versucht. Und hier hinten sind wir dann so mega informativ und seriös. Aber ja, wenn man dadurch die Idee vorne verkaufen kann, dann sollte man das auf jeden Fall immer so machen. Ja, gibt noch ganz viel zu sagen, ganz viel zu entdecken, und ich würde euch auch ermutigen, das zu machen. Schaut mal in die einzelnen Frames rein hier, speziell bei so einem schnell geschnittenen Teaser ist da immer viel zu entdecken. Ich hoffe, euch hat diese Trailer-Analyse gefallen. Wenn ja, dann abonniert gerne den Kanal, hier kommen regelmäßig solche Videos, und dann sehen wir uns schon im nächsten. Bis dann, ciao.